Am Anfang war ein großer Erdenhügel, am Schluss eine Permakulturanlage par excellence und dazwischen viel Arbeit und noch mehr Hintergrundwissen. Im Erzherzog Johann Naschgarten, welcher sich direkt neben der Burgruine Voitsberg befindet, entstand in den letzten Wochen unter der Federführung von Permakulturexperten Peter Steffen eine Hügelbeetanlage. Ich bin sehr froh, dass der Herr Bürgermeister dieses Projekt initiiert hat. Ich wurde eingeladen, diese Permakulturanlage zu errichten. Wir haben das geplant im Herbst und jetzt ist es soweit, dass die Umsetzung erfolgt. Es ist der Unterschied zwischen Permakultur und der Anlage eines normalen Gartens ist der, dass ich, wenn ich einen normalen Garten anlege, schaue ich, dass ich einen möglichst hohen Ertrag bekomme. Bei der Permakultur ist das vorrangige Ziel, dass ich der Natur ein Stück zurückgebe von dem, was wir ihr genommen haben. Und von dem Rest, der erwirtschaftet wird, nehme ich das heraus, was ich für meinen Haushalt und für meine Familie benötige. Prinzipiell kann man ein Hügelbeet auch durchaus im eigenen Garten errichten. Allerdings bedarf es natürlich einigem an Hintergrundwissen. Wir haben einen Meter tiefen Graben unter dem Hügelbeet. Das ist sozusagen die Heizung. Das wird mit Holz gefüllt, einen Meter hoch. Darauf kommt dann Heu, Siloheu. Das ist der Wasserspeicher, der fängt das Regenwasser auf, das durch die Erde heruntersickert und gibt es in trockenen Zeiten an die Pflanzen ab, die das über die Wurzeln hochziehen. Nach vielen Arbeitsstunden war es vor wenigen Tagen dann soweit und ein beinahe fertiges Hügelbeet wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Sehr zur Freude von Bürgermeister Ernst Meixner. Zuerst war es einmal der Erzherzog Johann Naschgarten, dann haben wir den Herrn Peter Steifen kennengelernt, der viele Permakulturprojekte in der Steiermark laufen hat und wir haben uns das angeschaut und zur Energie gehören natürlich die Pflanzen und das ist eine ideale Ergänzung zum Energieerlebnispark. Und auch beim Energieerlebnispark wird sich in den nächsten Wochen einiges tun. Der Permakulturgarten ist jetzt in der Finalisierungsphase. Als nächster Schritt passiert dann die Rodung im Bereich des Energiepavillons und dort wollen wir wirklich auch Pflanzen und Bäume setzen, damit man sieht, was Energiepflanzen, wie schnell die wachsen, was man mit ihnen dann anfangen kann und vor allem auch der Bevölkerung zeigen in Form von Beschriftungen, wie die Pflanzen heißen, wie schnell sie wachsen. Und das sollte eigentlich dann anschaulich dieser Energiegarten sein für die Bäume. Was die Hügelbeetanlage im Naschgarten betrifft, so gilt im Übrigen wie auch für den Naschgarten selbst, Kosten ist erlaubt. Natürlich, der Naschgarten ist eine öffentliche Anlage und wer mag, kann natürlich sich auch was holen. Wie gesagt, es soll halt im Rahmen bleiben, dass nicht einer dann alles aberntet, aber natürlich darf jeder was mitnehmen. Es ist aber auch daran gedacht, im Sommer vielleicht mit den Schülern eben ein Programm zu machen, wo dann entweder beim Walter oder wo auch immer die Dinge dann auch verkocht werden, sodass man auch ganz einfach einen Mehrwert hat, dass vor allem die Kinder dann auch sehen, wie das mit diesen biologischen Lebensmitteln ist, wie man die verarbeiten kann, von Marmelade bis hin zum Aufstrichbrot. Bei der Errichtung der Anlage mit dabei waren auch einige Lehrlinge vom Projekt Flowerbauer. Sie haben Profi Peter Steffen über die Schulter geschaut. Ja, uns war es besonders wichtig, unseren Jugendlichen einmal ein neues Konzept vorzustellen, damit sie eben Permakultur kennenlernen. Wir haben ja in unserer Ausbildung den Lehrberuf Landschaftsgärtner drinnen und da wollten wir wirklich einmal von vorne bis hinten zeigen, wie funktioniert ein Hügelbeet, wie lege ich es an, wie ist auch das Konzept der Bepflanzung dahinter und die technische Umsetzung. Bis das Hügelbeet zur Gänze bepflanzt ist, wird es noch etwas dauern, aber ein Besuch lohnt sich schon jetzt.